Jetzt noch drei haben wir sogar noch vor uns, ne? Eins, zwei, drei, ja. Da kommen die ziehen wir heute durch. Die ziehen wir heute durch. Dann haben wir es hinter uns. Senora Amura. Dann wird es ab dem nächsten Stream, wo wir Pokémon spielen, wieder ein bisschen spannender. Ach, vor euch steht eure heißblütige Lehrerin des Kampfkurses. Amura ist mein Name. Ich bin 25 Jahre alt. Mein Hobby ist Krafttraining. Mein Lieblingstyp sollte auch klar sein, oder? Kampf? Natürlich ist es der muskelbepackte und starke Typ Kampf. In meinem Unterricht werdet ihr alles lernen, was ihr über Pokémon-Kämpfe wissen müsst. Wir fangen mit den Grundlagen an, damit auch alle mitkommen. Macht euch also keine Sorgen, falls ihr den Kurs zum ersten Mal belegt. Ich werde euch wie ein starkes Hariyama durch den Kurs tragen und dafür sorgen, dass euer Kampfgeist Feuer fängt. Los geht's! Es gibt viele verschiedene Arten von Angriffsattacken, die von Pokémon eingesetzt werden können und sich in ihren Eigenschaften unterscheiden. Diese Eigenschaften umfassen unter anderem Stärke, Typ und Kategorie. Je stärker eine Attacke ist, desto mehr Schaden richtet sie an. Der Schaden steigt noch weiter, wenn der Gegner gegenüber dem Typ der Attacke schwach ist. Von den Kategorien gibt es zwei an der Zahl. Neuzugang, kannst du mir sagen, welche? Hä? Lichtattacken und Dunkelattacken? Was? Achso, physische und Spezial. Jawohl, unser Neuzugang hat das Grundwissen drauf. Man unterscheidet zwischen physischen Attacken und Spezialattacken. Bei physischen Attacken fällt der verursachte Schaden umso größer aus, je höher der Angriff eines Pokémon ist. Bei Spezialattacken wird mehr Schaden verursacht, je höher der Spezialangriff eines Pokémon ist. Dasselbe gilt auch andersrum. Je höher die Verteidigung oder Spezialverteidigung eines Pokémon ist, desto weniger Schaden nimmt es durch die jeweiligen Attacken. Ich fasse noch einmal zusammen. Oh. Pokémon, die besonders geschickt mit physischen Attacken sind, sollten einen hohen Angriff haben. Pokémon mit einem Talent für Spezialattacken sollten einen hohen Spezialangriff haben. Wenn man die Statuswerte außer Acht lässt, ist es schwer, die Kraft des Pokémon im Kampf richtig zur Geltung zu bringen. Pokémon sind in der Hinsicht so wie Menschen. Man sollte ihre Stärken fördern. Eigentlich wollte ich, dass ihr das noch in der Praxis zu sehen bekommt, aber die Stunde ist leider schon um. Ja, leider. In meinem Kurs geht es zwar viel um Theorie, aber ihr findet trotzdem auf dem Sportplatz statt. An der frischen Luft lernt es sich einfach besser. Also dann, bis zum nächsten Mal. Immer fit bleiben. Boah, vor Kunst habe ich so ein bisschen Angst, ne? Boah, bitte kein Kunst, ey. Kunst habe ich auch in der richtigen Schule mal gehasst, ey. Uff, Kunst war das schlimmste Fach. Ein neuer Tag, neuer Kampf. Willkommen, willkommen. Na, was haltet ihr von der Schatzsuche? Aufregend, nicht wahr? Ich sehe es förmlich vor mir, wie ihr von Arena zu Arena flitzt und gemeinsam mit euren Partner-Pokémon euer großes Abenteuer bestreitet. Auf euren Reisen werden euch bestimmt große leuchtende Kristalle ins Auge fallen. Sie bestehen aus Terra-Kristall-Energie, die bis an die Oberfläche gedrungen ist. Untersucht ihr diese Kristalle, könnt ihr zusammen mit drei Freunden oder anderen Trainern gegen ein Terra-Kristall-Pokémon kämpfen. Diese Kämpfe nennt man Terra Raids. Doch seid gewarnt, bei Terra-Kristall-Pokémon handelt es sich um äußerst starke Kontrahenten. Manchmal verhalten sie sich anders als gewöhnliche Pokémon, deshalb dürft ihr nicht eine Sekunde lang unachtsam sein. Glücklicherweise steht Trainern in Terra Raids eine besondere Aktion zur Verfügung, das Anfeuern. Es gibt drei verschiedene Arten des Anfeuerns. Mit einem herzhaften Haut rein werden der Angriff und der Spezialangriff aller Pokémon auf der Mitstreiterseite gesteigert. Das ist wieder sowas für den Simon, oder? Richtig cringe. Bleibt standhaft, erhöht derweil sowohl die Verteidigung als auch die Spezialverteidigung aller Pokémon auf der Mitstreiterseite. Und die dritte Variante, mal sehen, wer von euch die Antwort schon kennt. Was ruft man, um die KP sämtlicher Pokémon auf der Mitstreiterseite aufzufüllen? Auf die Beine? Keine Ahnung. Das ist die richtige Antwort. Okay, vielleicht solltest du ab jetzt meinen Unterricht leiten, Neuzugang. Mit einem aufmunternden Auf die Beine füllt ihr nicht nur die KP eurer Pokémon wieder auf, sondern halt auch ihre Statusveränderungen. Innerhalb eines Terra Raids könnt ihr die Anfeuern-Funktion bis zu dreimal verwenden.
Allerdings solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr das tut, denn durch den Einsatz von Anfeuern kommt euer Pokémon eine Runde nicht zum Zug. Ich fasse noch einmal zusammen, oh Gott, wenn ihr in einem Terra-Raid auf Granit beißt, versucht es mit der Anfeuern-Funktion. Wer weiß, welche Möglichkeiten sich auftun, wenn ihr euren Mitstreiter unter die Arme greift. Ja, eigentlich wollte ich noch ganz in der Praxis demonstrieren. Okay, wenn ihr jetzt in der Prüfung vorkommt, auf die Beine ist KP, das ist klar. KP heilen, aber ich weiß jetzt schon nicht mehr, was die anderen beiden waren. Habe ich noch nie wirklich gemacht. Ich hoffe, es kommt in der Prüfung das mit dem ab ins Bett. Ach, ab ins Bett, sage ich schon. Das mit auf die Beine vor. Ein neuer Tag, ein neuer Kampf. Tag und willkommen. Wie ihr sicher erinnert, haben wir beim letzten Mal über Terra Raids gesprochen. Vielleicht hat jemand von euch sogar die Theorie bereits in die Praxis umgesetzt? In diesem Fall dürfte euch aufgefallen sein, wie gefährlich Terra-Kristall-Pokémon sind. Warum? Tja, es hat viele Gründe. Einer davon ist eine bestimmte Aktion, von der die besonders Starken unter ihnen Gebrauch machen. Ich rede vom Terra-Schild. Während ein Pokémon ein Terra-Schild verwendet, erleidet es deutlich weniger Schaden. Wenn es dazu kommt, kann es richtig schlecht für euch aussehen, dann gibt es keinen Silberstreifen am Horizont und eure Niederlage scheint unabwendbar. Zeit für eine Frage. Was solltet ihr tun, wenn euer Gegner ein Terra-Schild verwendet? Mama anrufen. Terra kristallisieren und angreifen. Richtig, ich sehe schon, wir haben es hier mit einer wahren Meisterin zu tun. Gewöhnliche Angriffe zeigen nur wenig Wirkung bei Pokémon, die ein Terra-Schild verwenden. Doch wenn ihr bei eurem Pokémon die Terra-Kristallisierung auslöst und dann angreift, kann sich das Blatt zu euren Gunsten wenden. Setzt ihr zudem eine Attacke vom selben Typ wie sein Terra-Typ ein, fügt ihr noch mehr Schaden zu. Fügt eurem Gegner fortlaufend Schaden zu, um sein Terra-Schild zu brechen und ihn so ins Wanken zu bringen. Wie ihr seht, spielt das richtige Timing einer Terra-Kristallisierung während des Terra-Raids eine wichtige Rolle. Ich fasse, boah, lass sie immer nochmal zusammen. Bekämpft Feuer mit Feuer und wendet die Kraft der Terra-Kristallisierung gegen Gegner an, die sie sich ebenfalls zunutze machen. Denkt daran, dass ihr nicht alleine seid. Arbeitet gut mit euren Mitstreitern zusammen, um den Terra-Schild der Gegenseite zu durchbrechen. Ja, eigentlich noch Praxis und so. Nächste Mal, ich schwör. Zwischenprüfung. Haha, ihr Noobs. Zwischenprüfung. Ja. Tut mir leid, falls ihr euch auf dem Sportplatz versammelt habt. Die Prüfung muss natürlich in einem ordentlichen Klassenzimmer stattfinden. Ohne Tisch und Stuhl schreibt es sich nämlich nur schwer. Viel Erfolg! Je höher die Spezialverteidigung eines Pokémons ist, desto weniger Schaden erleidet es durch Spezialattacken. Was hat keinen Einfluss auf den Schaden, den eine Attacke verursacht? Der Name. Wie viele Trainer nehmen an einem Terra-Raid teil? 4. Womit kann man den Terra-Schild eines Gegners durchbrechen, Terra-Kristallisieren und angreifen? Welchen Pokémon-Typ bevorzugt Signora Amura? Kampf. Die Zeit ist um, das war ja easy. Badababam. Da. Das sollte alles richtig sein. 5 von 5 richtig, jawohl, perfekt. Gib mir diese Bonbons. So, wir machen direkt weiter. Was ist los? Hallo, mein Schatz. Oh, Ilu. Was ist los? Ja, leg dich hin. Lass gerne auf dem Fuß bleiben. Neuer Tag, neuer Kampf. Willkommen. Zwischenprüfung gut geschlagen. Ab heute beginnt die zweite Hälfte des Semesters. Bewahrt euch euren Kampfgeist.
dann wollen wir mal. Schickt ihr alle fleißig eure Pokémon mit der R-Taste los? Wenn ihr das macht, läuft euer Pokémon in die Richtung, in die ihr blickt. So kann es für euch entfernte Items aufsammeln, eine echt praktische Sache. Und wenn sich in der Richtung ein wildes Pokémon herumtreibt, wird euer Pokémon sofort den Kampf gegen es aufnehmen. Diese Kämpfe bezeichnet man als Autokämpfe. Hier ist der Name Programm. Der Trainer gibt seinen Pokémon keine Befehle, sondern es kämpft automatisch. Ein Sieg bringt sogar dieselbe Anzahl an Erfahrungspunkten ein wie ein regulärer Kampf. Setzt man diese Technik geschickt ein, kann man sein Team also sehr effektiv trainieren. Steigt ein Pokémon während eines Autokampfes im Level auf, erlernt es allerdings keine neuen Attacken und entwickelt sich auch nicht. Und sollte es den Kampf verlieren, kehrt es mit einer minimalen Anzahl an KP zurück. Ihr solltet es dann zügig wieder aufpäppeln. Jetzt habe ich euch ziemlich viele Infos berieselt. Gibt es irgendwelche Fragen? Ich habe keine Fragen. Ihr seid wirklich erstklassige Schüler. Ich freue mich schon zu sehen, wie weit ihr es mal bringen werdet. Vergesst nicht, dass eure Pokémon immer alles für euch geben werden, auch in Autokämpfen. Behaltet sie stets gut im Auge. Wenn ihr bemerkt, dass sie verlieren, solltet ihr sie zurückrufen. Das versteht sich zwar von selbst, aber Pokémon mit niedrigen KP sind sehr erschöpft. Überlegt euch also gut, ob ihr sie in diesem Zustand in einem Autokampf schicken wollt. Flankt ihnen nicht zu viel ab. Ich fasse nochmal zusammen. Autokämpfe basieren auf dem gegenseitigen Vertrauen zwischen Trainer und Pokémon. Achtet daher stets auf den Zustand eurer Schützlinge und setzt diese Art des Kämpfens klug ein. Das wäre wieder praktisch. Wir kommen nie zur Praxis. Ist das ärgerlich. So, Kampfkurs 5. Ja. Ein neuer Tag, neuer Kampf, Kampfkurs, hallo. Letztes Mal habe ich euch beigebracht, was es mit den Autokämpfen auf sich hat. Habt ihr sie schon fleißig ausprobiert? Wenn ihr diese Art des Kämpfens meistert, erleichtert sie das Training eurer Pokémon enorm. Außerdem kommt ihr auf diese Weise an viele Pokémon-Materialien für die TM-Maschinen. Apropos, benutzt ihr die TM-Maschine überhaupt? Haben wir nicht einmal gemacht, ne? Wollen wir doch mal sehen, wie gut ihr euch damit auskennt. Um eine TM herzustellen, ist neben den Pokémon-Materialien nämlich noch etwas anderes nötig. Wer erinnert sich? LP. Du scheinst dich ja schon gut damit auszukennen. Die richtige Antwort lautet, ihr braucht zusätzlich Liga-Punkte, also LP. Und die erhaltet ihr an den TM-Maschinen im Tausch gegen Pokémon-Materialien. Allerdings hört man in letzter Zeit auch von Gaunern, die sich LP mit unlauteren Mitteln wie Hacking unter den Nagel reißen. Ich will nicht mitkriegen, dass jemand von euch sich damit die Hände schmutzig macht, klar? Jojo. Ups, jetzt bin ich kurz abgeschweift. Wo waren wir nochmal? Ach ja. Registriert eine TM, die ihr herstellen wollt, einfach in eurer Merkliste. So könnt ihr immer im Blick behalten, welche Materialien ihr braucht. Ich fasse nochmal zusammen. Um eine TM herzustellen zu können, müsst ihr an die nötigen Materialien herankommen. Und das klappt nur, wenn ihr gegen möglichst viele Pokémon kämpft. Nie haben wir genug Zeit für die Praxis. Das ist ja ärgerlich. Puh. Oh. Puh, so die Hälfte an Kursen hätte es aber auch gemacht, ne? Ist schon ein bisschen anstrengend, ey. Tag und willkommen zur letzten Stunde meines Kampfkurses. Ich kann mit Stolz behaupten, dass ihr euch alle mittlerweile ein umfangreiches Wissen über Kämpfe angeeignet habt. Es gibt nicht mehr viel, das ich euch noch beibringen könnte. Aber noch können wir gemeinsam nach Höherem streben. Heute sprechen wir über die Regeln, die während Link-Kämpfen gelten. Wenn zwei Trainer an Link-Kämpfen teilnehmen, können sie entweder einen Einzelkampf oder einen Doppelkampf austragen. Sollten sich sogar vier Trainer zusammenfinden, steht ihnen der Multikampf zur Auswahl. Während eurer freien Projektarbeit könnt ihr Kämpfe mit unterschiedlich vielen und starken Pokémon austragen, frei nach Lust und Laune.
Aber Link-Kämpfe unterliegen speziellen Kampfregeln, die ihr euch merken solltet. Unter anderem betreffen sie die Level der teilnehmenden Pokémon. Orfilu. Hat ein Kampf keine Einschränkungen, bleiben die Level teilnehmender Pokémon so, wie sie sind. Außerdem können sie innerhalb eines Teams mehrere Pokémon derselben Art befinden und mehrere Exemplare des gleichen Items können getragen werden. Bei Kämpfen mit normalen Regeln treten alle Pokémon auf Level 50 gegeneinander an, ungeachtet ihres tatsächlichen Levels. Pokémon mit niedrigem Level werden dementsprechend auf Level 50 hochgestuft und können zeigen, was sie wirklich drauf haben. Auch mit diesen Kampfregeln sind identische Pokémon-Arten und getragene Items erlaubt. Das Tolle an normalen Regeln ist also, dass all eure Pokémon eine realistische Chance haben, solange sie über gute Attacken verfügen. Zu guter Letzt wären da noch Kämpfe mit strengen Regeln. Bei diesen werden Pokémon über Level 50 auf Level 50 herabgestuft. Alle anderen behalten ihren Level bei. Bei diesen Regeln kommt es am meisten auf die Kampfstrategien an. Außerdem verbieten sie, dass in einem Team mehrere Pokémon derselben Art sowie identische getragene Items enthalten sind. Nicht zusammenfassen. Nee, nun gut, beantwortet mir mal folgende Frage. Welche Regeln wählt man, wenn man bewusst ein Pokémon mit einem niedrigen Level einsetzen möchte? Normale Regeln oder strenge Regeln? Normale, oder? Ja. Wie? Wenn man bewusst Pokémon mit niedrigen Leveln einsetzt, warum sollte man dann strenge Regeln nehmen? Dann bleiben die doch bei... weil bei normalen Regeln das ja hochgestuft wird, stimmt. Ja. Bei den normalen Regeln, schrei mich nie so an. Bei den normalen Regeln wird der Level auf aller Pokémon auf 50 gesetzt. Wenn man aus strategischen Gründen einen Pokémon auf Level 5 antreten lassen möchte, dann sollte man die strengen Regeln auswählen. Alternativ steht einem natürlich auch die Option, keine Einschränkungen offen. Dann darf man beliebig mit Pokémon aller Level und mit jeder Art von getragenen Items antreten. Durch das ganze Reden, Alter, habe ich nicht genug Sauerstoff im Gehirn, ey, um über die Fragen nachzudenken, Mann. Diese Kampfregeln eignen sich bestens für zwanglose Duelle unter Freunden. Ich fasse nochmal zusammen. Mit normalen Regeln kämpfen alle Pokémon auf Level 50. Wählt ihr strenge Regeln, können auch Pokémon auf niedrigeren Leveln antreten. Wählt die Regeln aus, die am besten zu euch passen, damit ihr euch spannende Kämpfe mit euren Freunden liefern könnt. Kommen wir nicht. Nächstes Mal Abschlussprüfung. Blubli blub. Endlich ist der Tag der großen Kräftemessens Abschlussprüfung. Viel Erfolg! Mit welchem Anfeuern erhöht man bei einem Terra-Raid-Angriff und Spezialangriff? Haut rein. Wie nennt man es, wenn Pokémon mit der R-Taste in den Kampf geschickt werden? Autokampf. Automatch? Autokampf? Autokampf. Mach du mal Kampf. Was muss man tun, um LP zu erhalten? Materialien. Hacking betreiben. Materialien eintauschen, genau. Welchen Level erhalten Pokémon mit zu hohem Level bei Link-Kämpfen mit strengen Regeln? 50. Dürfen bei Link-Kämpfen mit normalen Regeln in einem Team identische Pokémon-Arten und identische getragene Items verwendet werden? Ja. Zeit ist um, Stifte weg, blabliblub, tapfer gekämpft, Punktzahl und so, am Empfang, haut jetzt rein, tschüssi. Sicherlich prächtigen Ergebnis erfahrt ihr am Empfang. Prächtigen Ergebnisse. So, 20 Minuten dauert immer so ein Kurs. Uff, ey. Wollen wir doch mal sehen, was ihr habt. 5 von 5 korrekt beantwortet. Juhu! Perfekt. Immer schön weiter lernen. So, als nächstes Kunst.